So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner linken Seite wieder der Tobias von Wallatix. Seinen Kanal verlinke ich wieder oben rechts. Und heute habe ich auch ein sehr interessantes Thema aufgegriffen. Es ist ein Minimalismus-Thema und es geht um einen Alltagsgegenstand, um den sich viele ihr Leben gar nicht mehr vorstellen können, nämlich um das Handy, Smartphone. Und ich habe hier tatsächlich ein Exemplar neben mir stehen, der ohne Handy auskommt. Das schon seit ein, zwei Jahren. Ich glaube, zwei Jahre. Ich habe ein Video darüber gemacht, da waren es auch schon ein oder eineinhalb Jahre oder so. Also ist mindestens zwei Jahre jetzt. Ja. Genau. Also Tobias lebt ohne Handy, ohne Smartphone, ist also nicht permanent erreichbar. Genau. Und du postest auch keine Fotos, wo du aktuell gerade bist, was du aktuell isst, was ja auch viele machen. Also wenn schon mal über einen Laptop oder was, ich habe halt einen Laptop, das ist das Einzige und ich bin mindestens einmal am Tag online und check meine E-Mails oder schaue in Facebook und dann kriege ich auch die Nachrichten. Ja. Genau. Also hast auch nicht den Anspruch, aktuell die Leute immer so viel zu informieren, wo du aktuell unterwegs bist, was du aktuell machst oder machst oder Selfies. Das nimmt mich immer so aus dem Moment. Genau. Ist ja auch so der Trend, dass man überall, wo man gerade ist, Fotos macht, Selfies, ne? Ja. Ganz viele Selfies, dann ist man da und man isst das und man trinkt das gerade und man ist gerade da. Genau. Davon hast du dich komplett befreit. Ja. Ja. Wenn schon mal mit dem Laptop, wenn man irgendwie Internet hat im Bungalow oder so. Ganz schön. Oder irgendwo. Aber nicht permanent, dass man sein ganzes Leben ständig, wenn man unterwegs ist, teilen muss mit der genau. Welt. Genau, und bei Laptop ist es noch mal weniger, den klappt man nicht ständig auf. Auch wenn man dabei hat, so, dann geht man nicht irgendwo ständig in ein Restaurant und klappt den auf oder so. Ja, genau. Ja. Also ich habe auch schon ein paar Jahre ein Handy, aber ich habe es immer nur gehabt, um für meine Kinder erreichbar zu sein, und wenn meine Kinder betreut werden, in Schule, Kindergarten, dass man mich doch, wenn ich unterwegs bin, erreicht. Ich selbst telefoniere kaum mit Handy. Ja. Es hat doch seine Vorteile, ein Handy zu haben, wenn man unterwegs ist und muss doch nochmal irgendwie vielleicht fragen, wo geht's lang oder man ist erreichbar für eine wichtige Sache. Das hat auf alle Fälle auch Vorteile. Ja, klar. Aber ich versuche auch immer ohne Handy unterwegs zu sein, weil mich diese permanente Erreichbarkeit stresst mich manchmal. Genau. Dass man wirklich jederzeit angerufen werden kann oder jederzeit irgendwie erreichbar ist, das kann wirklich auch stressen. Ja. Und natürlich, was viele gar nicht so bedenken, diese Strahlung, die von diesen Handys, von diesen Smartphones ausgehen. Ja, da gibt es ja auch, Rüdiger Dahlke hat da einen ganz schönen Vortrag, den wollte ich mal erwähnen. Ich glaube, der heißt das Schattenprinzip. Und da beginnt er den Vortrag und sagt erstmal so, er ist wahrscheinlich mit irgendjemand anderem noch der Einzige im Saal, der kein Handy mehr hat. Und wenn ich das Ihnen jetzt überhaupt erzähle, was ich Ihnen jetzt sage, so, dann müssen Sie eigentlich alle danach Ihr Handy abschalten und es nie wieder anrühren. So. Und dann hat er nur mal so ein paar, ich glaube, er hat eine schwedische Studie erwähnt, wo eben Linkstelefonierer bekommen ihren Gehirntumor links, Rechtstelefonierer rechts. Und dann gibt es genug Studien drüber. Und ja, ich meine, man muss sich ja nicht unnötig dem aussetzen. Und jetzt mal abgesehen von der Strahlung, also bei mir war es auch wirklich so, dass es gar nicht so sehr um die Strahlung ging, sondern darum, dass ich nicht mehr so im Moment war und ständig irgendwie dieses Erreichbarsein und so, gehe ich einfach raus, ich mache das, was ich gerade mache, wirklich, und denke nicht ständig dran, könnte ich dem noch schreiben, könnte ich da noch irgendwie was beantworten, sondern wenn ich hier bin, bin ich hier, und wenn ich da bin, bin ich da. So. Oder viele sind ja auch nur noch virtuell unterwegs. Die sitzen mit einem echten Menschen gegenüber und kommunizieren nicht mehr. Ja, auch kann man auch manchmal sehen, wenn Menschen, die sich eigentlich kennen, Freunde unterwegs sind, jeder klotzt, würde ich sagen, auf dem Smartphone und checkt irgendwas, macht irgendwas. Genau. Also wenn man sich mal überlegt, wie sich das Bild verändert hat, auch in den Straßen, an den Haltestellen, jeder guckt auf ein Smartphone, in der Straßenbahn, jeder guckt aufs Smartphone, da kommt man ja gar nicht mehr so richtig ins Gespräch mit den Leuten. Jeder ist beschäftigt oder hört Musik oder scrollt irgendwie. Man ist die Umwelt nicht mehr so wahr. Ja, man ist nicht mehr im Hier und Jetzt und einfach so in einer virtuellen Welt, so in sich zurückgezogen. Ja. Auch wenn ich manchmal mit meinen Jungs am See bin, ich genieße es einfach so, entspannt da zu sein, den Moment zu genießen, meine Kinder zu beobachten, die Natur zu beobachten. Und ich sehe wirklich dann auch Eltern, die neben ihren Kindern sitzen, die bauen irgendwie eine Sandburg oder schwimmen und sie sitzen die ganze Zeit da am Smartphone und nehmen gar nicht mehr teil. Wenn die Kinder rufen, Mama, guck mal, dann wird nur mal so kurz, so ein flüchtiger Blick, und dann wird wieder weitergeguckt. Und ich finde es so eine traurige Entwicklung. Also ich habe mir geschworen, das werde ich mit meinen Kindern nie machen. Ja. Ich sitze ja auch so schon zu Hause viel vor dem Laptop, eben durch das Online-Business, Videos machen, Artikel schreiben, an dem E-Book arbeiten. Und wenn ich dann mit meinen Kindern in der Natur bin, draußen bin, dann zücke ich auf keinen Fall ein Handy. Also es ist ja so, ich hatte ja bis vor 4 Wochen auch kein Smartphone. Jetzt habe ich ein Smartphone, habe ich von meiner Mama bekommen, ihr altes, und ich habe gesagt, will ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ich lasse es dir doch mal liegen.
Und dann hatte ich das da so liegen gehabt und es gab wirklich einen Grund, das zu aktivieren, weil ich gute Freunde, die kennst du auch, Verena und Sebastian von Gemeinsam Vegan, beziehungsweise heißen die jetzt Freunde der Sonne, glaube ich. Die sind nach Paraguay ausgewandert. Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Genau. Und die beiden, die kommunizieren nur über WhatsApp. Das ist so die einzige günstige Möglichkeit für sie, aus Paraguay zu kommunizieren. Mhm. Und ich hatte dann eben länger aber nur über eine gute Freundin Kontakt. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere das mal. Und dann ist so ein lieber, intensiver Austausch entstanden, dass ich das in dem Moment nicht missen möchte. Aber was ich halt nicht mache, ich nehme mein Smartphone, außer jetzt, wo ich auf Sizilien war, da habe ich es mitgenommen, da habe ich mal ein paar Aufnahmen gemacht, da hatte ich ja sonst keinen Internetzugang. Nur über das Smartphone habe ich mal ein paar Aufnahmen gepostet von Sizilien. Aber sonst habe ich mein Smartphone nie mit dabei. Also ich nehme es nicht mit. Ich nutze es wirklich nur für WhatsApp, um mit bestimmten Freunden zu kommunizieren. Und ich habe auch immer den Flugzeugmodus an. Ja, genau. In der Strahlung. Also es ist mir schon wichtig, dass ich relativ strahlungsarm arbeiten oder zu Hause sein kann. Genau. Und dann checke ich ein bis zweimal am Tag, schalte ich den Flugzeugmodus aus, gucke, habe ich eine Nachricht bekommen und dann, ja. Ja, genau. Auf der anderen Seite hat das Smartphone, habe ich jetzt auch gemerkt, so Funktionen wie eine Stoppuhr oder wie ein Timer, das finde ich schon ganz praktisch, gerade wenn ich so Sport mache, bestimmte Minuten, Übung mache ich eine Minute, das finde ich sehr praktisch. Ja. Also das muss ich schon mal sagen, aber da habe ich immer den Flugzeugmodus ausgeschaltet. Ja, genau. Oder einen Kalender oder dass ich wieder erinnert werde, das ist manchmal wirklich praktisch, aber ich versuche es wirklich nicht so einen wichtigen Bestandteil meines Alltags werden zu lassen. Es gibt ja auch Menschen, die haben das neben sich auf dem Nachttisch liegen oder auf dem Kopfkissen und dann auch nicht ausgeschaltet. Die ganze Nacht halt an. Die ganze Nacht mit dieser Belastung. Also, oder wenn man sich manchmal, ich habe auch manchmal schon überlegt, gerade wegen diesen Strahlungswerten, ist ja auch so, es gibt ja immer bestimmte Grenzwerte, aber oftmals, auch wenn Grenzwerte eingehalten werden, trotzdem können körperliche Funktionen beeinträchtigt werden können. Ne? Und viele Menschen reagieren eben auch feinfühlig auf diese Strahlung. Und Studien oder Untersuchungen haben ergeben, dass du hast einen Gehirntumor angesprochen, es kann zu Depressionen kommen, zu Herz-Kreislauf-Problemen, Burnout. Also es gibt so viele genetische Defekte, auch das Sperma kann geschädigt werden, genetische Veränderungen können hervorgerufen werden, die Eizellen können geschädigt werden. Ich wundere mich sowieso manchmal, ich sehe so viele junge Menschen, die haben ihr Handy, wahrscheinlich auch nicht im Flugzeugmodus, nehme ich mal an, und stecken das dann so hier so in die Hosentasche oder hinten, also gerade so, wo Gebärmutter, die ganzen Geschlechtsteile sind. Da frage ich mich dann auch, ob diese Jugend, die jungen Männer, wirklich auch noch Sperma produzieren kann, was fruchtbar ist. Ja. Ist jetzt mal einfach so eine Frage, oder ob das nicht durch die Strahlung beeinträchtigt wird, gerade wenn das Handy immer so hier in der Hosentasche, unmittelbar daneben. Und wenn was für eine nächste Generation dann da draus entsteht. Also wirklich, da gibt es ja überhaupt noch keine Langzeitstudie oder Langzeiterfahrung. Was kann das dann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bewirken? Oder man sieht auch Frauen, die ihr Smartphone im Dekolleté haben, beim Herz. Es ist auch, man könnte sich auch überlegen, was kann das längerfristig mit einem Menschen machen. Also ich merke auch zum Beispiel, dass ich empfindsam bin auf diese Strahlung. Ich habe zum Beispiel einmal erlebt, da habe ich auch gerade gefastet. Ich war in der Straßenbahn und es war so eng. Ich stand dann in einer Position, konnte nicht weg. Vor mir stand eine Frau, die telefonierte 10 Minuten in der Straßenbahn. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich so eine Schwere im Kopf hatte. Ich fühlte mich so unangenehm. Ich wollte da weg und ich konnte nicht raus. Also es war, erst als sie das Telefon wieder ausgeschaltet hat, ihr Smartphone, nach einer Weile habe ich gemerkt, es wird entspannter, also habe ich auch gemerkt. Ich stand ja unmittelbar hinter ihr und sie hielt es noch an ihr Ohr, ne? Was das vielleicht bei ihr verursacht und wenn sie das nicht bewusst spürt. Ja, man nimmt es ja dann nicht mehr so wahr. Genau. Nee, ist schon Wahnsinn, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ne? Ja. Also am besten wirklich, wenn man ein Smartphone hat, dass man ganz bewusst damit umgeht, auch mal einen Flugzeugmodus schaltet, auch mal mit einem Headset telefoniert. Dass man dieses Smartphone nicht immer ständig am Körper trägt. Und wenn man es am Körper trägt, dann einfach mal den Flugzeugmodus einschalten. Ja. Dann ist man eben mal nicht erreichbar, aber man hat auch nicht immer diese permanente Strahlung am Körper. Und bei mir ist es auch so, die meisten Leute denken erstmal so, oh, ohne Handy geht das überhaupt, ist das überhaupt möglich? Und meinen dann, dann kommen immer wieder Leute, da wäre es jetzt aber praktisch, hättest du ein Handy gehabt. Und normalerweise finde ich immer eine Möglichkeit, wie ich da kommunizieren kann. Ich bin vorher genug oft am Laptop, mache vorher einen Termin aus und dann ist man halt auch da. Ich mag auch diese Unverbindlichkeit nicht so, wenn es dann heißt, so, hey, mach mal was und dann nochmal schnell geschrieben und mach mal doch nichts oder so. Nee, ich möchte was machen, wenn es ausgemacht ist, dann komme ich auch dahin und fertig. So. Du hast ja auch mal gesagt, früher war das halt so, wenn man sich verabredet hat, muss ich verabreden. Genau, und dann kommt man da und fertig. Und jetzt manchmal werden die Verabredungen abgesagt oder ich komme eine halbe Stunde später. Ich meine, das ist zwar auch irgendwie praktisch, aber die Menschen hatten anscheinend, als ob manche unzuverlässiger werden, weil man jederzeit absagen kann. Ja, und das mag ich halt auch nicht so, sondern einfach was ausmachen und dann
dann ist es so abgemacht, dann kann man hinkommen und fertig. Und oft ist es dann eh so, wenn ich mal jemanden anrufen möchte auf Handy, dann erreichst du ihn oft nicht. Ich muss sagen, dann geht er nicht hin, dann war gerade der Akku leer oder es war halt in der Tasche auf stumm geschalten. Im Grunde ist sowieso keiner wirklich erreichbar. Und ich kriege dann immer zu hören, so, oh ja, ich konnte dich ja nicht erreichen. So, jeder kann mich ständig erreichen, wenn er mir schreibt. So, ich schaue dann direkt nach normalerweise. Daheim habe ich ein Telefon. So. Ja. Du musst ein Festnetztelefon. Genau, Festnetztelefon. Und das reicht mir so. Und ansonsten ist es wirklich so, also mir passiert es öfter, dass ich jemanden auf Handy anrufe. Also ich sag mal, 50% der Leute, die ich anrufe, sind nicht zu erreichen, meistens auf Handy. Ja. Also wann geht schon mal jemand da ans Telefon dann hin, oder ans Handy? Ja. Ja, also es scheint möglich zu sein, ein Leben ohne Handy. Ja, genau. Es ist immer eine Frage des Wollens und klar, dann hängt es immer noch das zusammen, was man mit der Arbeit, wie manche, man da eingespannt ist. Genau. Auf dem Handy, aber dass man dann wenigstens dann das halt bewusst verwendet, bewusst nutzt, genau. Und das nicht, und zu in so der Freizeit kann man es ja dann nicht zu so einem wichtigen Alltagsgegenstand macht. Ja. Ne? Dass es halt eins von vielen ist, aber dass man nicht davon abhängig ist. Manche, ich kenne auch Menschen, die sagen, die sind so mit ihrem Smartphone verbunden, wenn das mal kaputt ist oder irgendwie, die vergessen das irgendwo. Und die sind unterwegs ohne Smartphone, die fühlen sich richtig nackt. Die haben, die fühlen sich richtig unwohl, weil sie ihr Smartphone nicht dabei haben. Ich fühle mich voll frei. Ja, ich genieße das auch, ohne mein Handy unterwegs zu sein. Das ist für mich kein wichtiger Gegenstand. Einer von vielen. Oder ja, genau. Mein Entsafter ist mir zum Beispiel wichtiger. Zum Beispiel. Finde ich irgendwie wichtiger. Ja. Genau, für mein Leben so. Für mein Hier und Jetzt. Einen schönen grünen Saft zu pressen. Genau. Okay, ich danke dir. Ja, sehr gerne. Das war sehr interessant. Genau, was ist eure Meinung zum Thema Smartphone, Handy? Kann man ohne Handy leben? Sagt euch diese Art von Minimalismus zu oder denkt ihr, nee, nie im Leben, das ist nicht fortschrittlich. Das ist genau, wir brauchen unbedingt unser Handy. Also hinterlasst gerne eure Kommentare, wir sind ganz gespannt und wünschen euch jetzt noch eine schöne Zeit. Ja. Bis bald. Macht's gut, ciao.